Alter, nice. Das nehme ich als Thumbnail. Warte. Nee, das ist blöd. Das sieht... Es würde so... Das würde geil aussehen, aber das sieht geil aus mit dem Turm da rechts. So, das nehme ich. Plöpp. So, fertig. Nee, weiß ich noch nicht. Aber wenn es echt richtig geil aussieht... Alter, das ist so ein riesiges Schiff, seht ihr das? Ich stand ja gerade jetzt auf dem... lacht mich nicht aus, wenn ich das falsch sage, aber Bug. Bug. Bug und Heck. Keine Ahnung. Ich bin nicht so ein Bootfreak. Aber ich glaube, das ist das Bug. Und da hinten, wieso habe ich die nicht eingesammelt? Das sind immerhin zwei wertvolle Lichtkeime von... Von 6 Stück, die mir noch fehlen, ja? Mir fehlen nur noch 6 Stück. Und die beiden da hinten habe ich ausgelassen. Warte mal. Bin ich denn da über Blanks geklettert? Da ist das Rad. Also seht ihr, das die beiden Räder. Da bin ich hoch, nämlich da, wo sein Kopf ist. Denn dadurch, dann stand ich da. Dann bin ich... Ja, muss ich jetzt da irgendwie lenken? Keine Ahnung. Hey, ich muss doch über die Plattform irgendwie gestolpert sein, oder? Also, ich muss sie zumindest irgendwie gesehen haben. Das ist ja komisch, komisch. Jetzt stehe ich wieder hier. Wo ist die Plattform da mit diesen zwei Lichtkern, Freunde, die ich gesehen habe? Na, wo ist es? Irgendwo musste die doch so sein. Muss sie doch hier sein. Weiß ich nicht. So. Auf jeden Fall schlagen wir den nächsten Weg ein. Und zwar hier. 22. Wunderbar. Da gehen wir hin. Weitere Lichtkeime zu sammeln. Und dafür muss es hier weitergehen. Aber dass ich da nicht über diese Plattform da gestolpert bin, das wundert mich irgendwie, weil... Hey, wieso, wo soll ich denn da sonst? Da habe ich nicht nach oben oder nach unten geguckt, da war ich zu unaufmerksam. Aber das ist einfach nur die Begründung dafür. Naja, die zwei Lichtkeime sind dann auch nicht so entscheidend, weil mir fehlen ja noch 19 Stück und würde ich hier halt auch noch 6 Stück sammeln, dann müsste ich ja trotzdem ins nächste Gebiet. Und zwar geht das hier weiter. Im Sprung mehr schnell cool nach unten geguckt, ey. Ah, hier war ich auch schon. So, hier kann auch über Lichtkeime irgendwo noch versteckt sein. Ich glaube nicht. Oder was war da oben? Ne, es war nur eine Lampe. Das war eine nur eine Lampe. Keine Ahnung, warum ich das P so betone. Vielleicht wieder ein Fall von Langeweile. Oh, und hier war vorhin diese Wand mit bösem Schleim. Da wäre ich fast abgeschmiert. Oder bin ich auch einmal abgeschmiert? Und da kommt mir schon zwei nette Lichtkeime ins Auge. Und fast der Tod, weil ich in die Schlucht springe. Kommt schon. Und in dem Moment, wo ich auch springe, habe ich auf meinen zweiten Monitor geguckt. Ich habe geübt. Und dummerweise mich ablenken lassen. Okay, springe ich da einfach mal hin. Oh Mann, soll ich dazu jetzt noch lachen? Das ist echt tragisch langsam. Ist egal, so habe ich eingesammelt. So, ne, jetzt nochmal den zweiten. Elika lässt mich sowieso nicht sterben. Selbst wenn sie nach Schlingpflanze oder so ist, kriegt sie mich irgendwie gerettet. Ich weiß gar nicht, wie das rein logisch möglich ist. So, tot, genau. So, dafür hätte ich die beiden eingesammelt. Die waren relativ fies versteckt sozusagen. Na, versteckt waren sie nicht, waren offensichtlich zu sehen. Aber sie waren mies platziert. Und los geht's. Miese Peter, dann nochmal umdrehen. So. Da rein wird's gehen, aber irgendwie macht mich dieser Weg
auch neugierig. Und das ist gut, dass er mich neugierig macht, denn hier finde ich auch ein Lichtkeim in der netten kleinen Schlucht. So. Und gerade eben wäre ich da natürlich... Ach, hier bin ich. Das kenne ich ja hier nur zu gut. Das Territorium des Jägers sozusagen, wo ich hier bin. Und hier wäre ich gerade eben rausgekommen, wenn ich den anderen Weg gegangen wäre. Aber da ist kein Ding mehr drin. Ja. Das Territorium des Jägers, also die zerstörte Zitadelle. Und ich glaube, hier war mein erster Fleck des Jägers. Also hier habe ich zum allerersten Mal gegen den Jäger gekämpft. Genau hier. Wo er schreit auf diesem... Genau. Auf dem Bild. Ich habe ja leider keine Maus. Wenn ich da runtergehe, dann sieht man das nicht mehr. Und mein Finger könnt ihr leider auch nicht sehen. Nee, aber guck mal, da lief er ja so an und dann war da so eine Falte und Punkt. So. Als erstes, wo sehen wir hier richtig schön nette Lichtkeime? So, bisher irgendwie noch nicht. Aber ich habe noch nicht mal die Hälfte. Hier. 25. Doch, habe ich. Aber ich hatte vorher fast exakt die Hälfte. 22,5 ist ja die Hälfte von 45. Aber ich hatte... Ja, ich hatte 22, also gut die Hälfte. So. Ich hatte gedacht, mir kommen hier auch noch ein paar Lichtkeime entgegen, aber da habe ich mich wohl geirrt. Doch, komm her. Schade, ich wollte die Lichtkeime einsammeln. War doch ein guter Versuch, oder? Nee, ich flieg da nochmal längs. Auf die Plattform komme ich denn auch so. Ich guck gleich nochmal. Vielleicht habe ich noch ein Auge darauf, ob man da auch die so erreichen kann. Boah. Zweitmal gegähnt hier. Unhöflich. Gibt's ja gar nicht. Aber ich habe keine Facecam, so könnt ihr mir auch nicht in den Rachen gucken. Es sei denn, es ist ein geheimes Kamera-Mikrofon eingebaut. Okay, ich spack mal wieder ab. Nee, da kommt man noch so hin. Aber man konnte ja schon ordentlich Lichtkeime erblicken. Also, dass ich hier nur 25 gesammelt hat, das hat man da auch nochmal bemerkt und gesehen. Oh nee, da kam ich auch, da komme ich nicht ran. Ja, da komme ich überall hin. So hin. Es war alles ein schwerer Weg dahin. Boah, Alter, alles voll hier. Ist ja ekelhaft. Ist ja alles voll mit Lichtkeim. Aber nicht ein hab... Oh, hier war das. Soll ich hier mal reingehen? Ja, da unten sind Lichtkeime. Geil. Dann gehe ich mal in meine alte Höhle. Da musste ich mich ja stundenlang, Schwachsinn, 10 Minuten lang rausfressen, förmlich, weil mich der Jäger ja dort eingesperrt hat. So, dann gehe ich mal hier rechts erstmal auf die Plattform. Genau. So. Hier habe ich ja gestartet. Hier ging es ja los, das ganze Abenteuer. Aber hier kann man auch nichts mehr entdecken. Manchmal frage ich mich, ob ich blöd bin. Manchmal tue ich das. Weil das war ein klarer Fall von Dummheit. Gerade eben. Oho, da muss ich rüberspringen. Das ist ja fies gemacht, du. Aber ich bin im rechtzeitigen Moment rübergesprungen, sodass ich den gesammelt habe. Eingesammelt habe. Oh, und dieses Mal kann ich auf den Boden gehen. So, mal gucken, was hier an Lichtkeim rumliegt. Ja, ist ja auch nichts Großes jetzt. So, hier kann ich ja gar nicht reingehen. Hier war ja alles voll mit diesem Schleim. Aber jetzt kann ich das hier auch betreten. So, ich hoffe nicht, dass ich jetzt hier runtergehe für 10 Lichtkeime und jetzt mich wieder hier raus... buddeln, nein, buddeln nicht. Ist falsches Wort. Muss, so, hier unten bin ich gerade gelandet. Wo geht's jetzt weiter? Ist natürlich eine sehr von bedeutende Frage. Sehr von bedeutende. Ist ja manchmal fällt mir nichts mehr dazu ein, hier, was ich hier, laber. Ah, hier muss ich hoch, ne? Ah, hier bin ich richtig.
Lass mich los, du blöde Wand. Decke meine ich. So, steig rauf hier. So. Und ich hoffe natürlich, dass ich jetzt kein Lichtkeim irgendwie unten auslasse. Da haben wir zum Beispiel einen. Was? Ich bin schon oben. Nice, ich musste nur an diesen Pfeilern hier hochklettern. So, jetzt drehe ich mich nochmal um, ob hier irgendwo Lichtkeime sind vielleicht. Sodass ich ja nicht, ich kann mich leider nicht umdrehen. Dann lasse ich mich noch einmal runter, dingsen. Aber dafür lohnt sich das nochmal, weil ich will jetzt hier echt unten kein Lichtkeim liegen lassen. Kann ich verstehen, oder? So, gucken wir mal hier rum. Nee, dann ist das so gewollt, dass ich denn da hochgehe, damit ich hier nicht 10.000 Mal im Kreis an der Wand rumlaufen muss, wenn ihr wisst, was ich meine. Nee, gut, ist nix. Ich habe jetzt 4 Möglichkeiten, irgendwo hochzuklettern. Ich glaube, die beiden waren's. Ja, der war's. Fette geile Kamera, habt ihr das gerade so wenn voll rüber geschwenkt, ey. So, da oben hatten wir schon mal einen, da komme ich nur durch diese Fahnenstange hin. Und da oben haben wir auch einen, da komme ich auch nur so hin. Dann würde ich sagen, schlagen wir jetzt auch den Weg ein, den wir hier einschlagen sollten. Ganz am Anfang. Das ist der hier. Oh Gott, ey, warum hält er die fest? Die kann das doch alles alleine, Alter. Direkt ins Loch gesprungen, ey. Nice. So. Ist doch eh direkt egal, wie oft ich hier sterbe. So. Was tut mir nicht alles hier für den netten Lichtkeim? Dafür laufe ich hier einmal eine nette Runde. So, kann das sein, dass da oben vielleicht auch noch einer drauf liegt? Nö. Schade, es wäre zu geil gewesen, wenn er sogar richtig krass da drin noch versteckt wäre. Aber hier oben ist einer. Ariman hat keine Chance. Und hier geht's wieder raus, ne? Und schon wieder so ein geiler Stamm so zum... Oh, ist das eine Aussicht, Alter. Guckt euch das an, ey. Ist ja episch fast. Oh, was ich hier noch für Lichtkeime sammeln kann. Ich will jetzt hier auch nichts auslassen. Ach, hier bin ich jetzt. Ach, hier bin ich jetzt. Alles klar. Dann ist ja alles klar, alles klar. Gut, ist alles klar. Alles klar. So, 534. Mir fehlen jetzt noch 6 Lichtkeime. Das ist doch wirklich episch. Und 10 sind hier noch offen. Ja, das ist really epic. Das ist really epic. Das ist wirklich epic. So, das ist wirklich episch. Wollte ich mit really epic sagen. Und vielleicht kommen jetzt ja hier noch auf dem Weg ein paar Lichtkeimes. Per nice Lichtkeimes. So, und wieder am der Obertageslichtfläche, keine Ahnung, wie auch immer, fliegen wir hier auch nochmal längs, weil ich will ja natürlich auch ein bisschen Wiesen. Vielleicht kann ich ja hier noch... Ah, ne, hier habe ich ja das Gebiet fruchtbar gemacht und dann bin ich ja hier auch zurückgeflogen, sodass auf diesem Weg hier, da links, wie gesehen, keine Lichtkammer mehr sein werden. Also da war gerade eine Oberfläche noch mit 2 Lichtkeimen. Och, da oben, guckt euch das an, ey. Wie hoch das ist, Junge. Alter Schwede. Komm ich denn da hin, ey?
Also ich komme dahin, indem ich... Keine Ahnung. Da, von dem da. Ja, und diese, und das ist der Atem von Ormast. Von Ormast. Den hab ich leider noch nicht. Also braucht man auch ein paar neue Kräfte, nur um ein paar Dinge einzusammeln. Da seht ihr die Plattform mit den zwei Dingern da. Ich glaube, ich muss doch noch ein neues Gebiet anschlagen. Weil hier werde ich, glaube ich, mit Sächslichkeim werde ich hier nicht mehr finden. Ich werde hier keinen Sächslichkeim mehr finden, glaube ich. Das heißt, dass ich doch nochmal das neue Gebiet einschlagen muss. 26, wo ich weniger. 22, eindeutig das. So, muss ich umkehren oder was? Ja, muss ich.